Willkommen zurück zu Hero Siege mit dem Demon Spawn Schwierigkeitsgrad normal. Akt 7, der letzte Akt für den Schwierigkeitsgrad. Also es sieht ganz gut aus, dass wir den Schwierigkeitsgrad beenden können heute. Wäre nice. So, wir haben halt Glück mit dem Demon Spawn, dass er fliegen kann. Dementsprechend ist die Map hier gerade, also das Dungeon oder wie auch immer man es nennen will, recht einfach für uns, so durchzukommen, weil Fliegen hier wohl, es ist extrem wichtig. Wenn nicht sogar am besten sogar, um durch diese Map hier zu kommen. Werdet ihr aber auch gleich auch sehen. So, erstmal ankotzen die ganzen Leute. So, hier aufpassen, das ist so eine kleine Schnittstelle hier, die es einem ein bisschen schwieriger macht. Oh nice, die haben wir weggehauen. Einfach wegen dem Feuer, weil das in mehr Richtung geht. Zwei Spuck Statuen sind auch noch da. Jetzt kommen noch Armbrüste dazu und Bodenfallen. Die kann man aber, da man fliegt, ja umgehen. Und es gibt keinen Gegner, der hier durchkommt, also auch hier entlang fliegt. Deswegen sage ich ja, das ist so extrem von Vorteil. Jetzt treffe ich Gegner nicht. Das war unlucky gerade. Ja, die stehen ein bisschen blöd. Wobei, jetzt treffe ich sie. Nice, nice, nice. Jawohl. So, man muss auf die Blauen hier ein bisschen aufpassen. Weil wenn die sterben, hinterlassen die so einen blauen Schleim eben auf dem Boden. Fungiert ähnlich wie Gift. Wenn ich drüber laufe, kriege ich Schaden. Und ich glaube auch nicht zu wenig. Das teste ich aber jetzt natürlich auch nicht. Hier seht ihr es. So, nach ein paar Sekunden verschwindet das Ganze. Man kann dann rüber. So, das Ganze geht natürlich hier noch weiter. Beim Strahl kann man die eigentlich richtig gut besiegen hier. Ja, Strahl macht auch nicht zu wenig Schaden. Nice. Also an dem Strahl sollten wir auf jeden Fall festhalten, weil das wird so, glaube ich, unsere Hauptfähigkeit mit dem Demon Spawn. Ja, ihr seht ja den Schaden, den es macht. Habe ich gerade eben auch gelevelt nochmal. Ich habe vergessen, beim am Ende der letzten Folge, habe ich vergessen zu leveln. Das habe ich jetzt gerade eben nochmal nachgeholt. Habe natürlich alles in den Strahl gesetzt. Jawohl. So, hier nochmal aufpassen. Jetzt kommen hier nochmal Gegner. Da kommt auch gleich der Boss. Man kennt es ja an dem Symbol. Kennt man ja mittlerweile. Da auf dem Boden. Das ist immer so ein Boss-Spawn. So, erstmal die Gegner, dann den Boss. Dann haben wir nämlich unsere Ruhe, je nachdem wer es ist. Natürlich bis er das. Oder sie, oder was auch immer. Besiegt. War jetzt nicht so schwer. So, hier wieder alle Items aufheben. Auf jeden Fall. Dungeon. Okay, nice. Werden wir mitnehmen. Erstmal die Gegner. Hier ist ein bisschen schwierig. Das ist eine sehr, sehr, sehr große Map hier. Man kann es ja mal mit der Back-Taste so ein bisschen zeigen. Also ihr seht, die ist wirklich riesig. Die Map. Also wird ein bisschen dauern, bis wir hier alle Gegner besiegt haben. So, hier gibt es auch alle möglichen Arten von Gegnern. Es gibt Nahkämpfer, Fernkämpfer, dann gibt es hier diese Riesen, die man da rechts sieht. Dann die ranchargen. Also hier ist alles dabei eigentlich. Außer eben das Gegner einfrieren. Das fehlt, glaube ich, noch auf der Map. Dann wäre wirklich, wäre das eine Todesmap. So geht sie. Ich finde sie halt, wie gesagt, zu groß. Sie müsste definitiv kleiner gemacht werden. Weil man hat jetzt nicht wirklich einen Vor- oder Nachteil, wenn sie so groß ist. Deswegen verstehe ich sie nicht ganz. Na gut, die Gegner, die rechargen so. Die können dann bis ans Ende der Map chargen. Und dann darf man sie am Ende suchen, wo sie gelandet sind. Das ist so ein bisschen nervig. Jetzt fresse ich gerade ein bisschen zu viel Schaden. Das muss nicht sein, weil die Bogenschützen mich nerven. Ja, die Bogenschützen halt, ne? Dachte ich auch irgendwie nie drauf, ob die da sind oder was die machen.
So, ihr seht jetzt da unten rechts gerade. Zwei Gegner sind nämlich da entlang gecharged. Jetzt hängen sie außerhalb der Map. Da sind sogar drei Gegner. Jo, und der eine hat Blitz, Alter. Ich stirb. Und das ist so ein Nachteil von der Map auf jeden Fall. Dass sie dann außerhalb der Map hängen bleiben. Deswegen verstehe ich nicht, warum sie so groß ist. Alle Gegner besiegt, ab ins Dungeon. Jo, man kann ja fliegen. Ah, das war unnötig, dass ich da einen Pfeil gefressen habe. Wir kommen gut zum Boss. Der ist auch besiegt. Ballern wir noch ein bisschen hier oben weg. Noch ein paar XP abzustauben. Oh, ein gutes Relikt. Ich glaube, mehr Leben. Ja, wow. 7000 Leben mehr. Das ist natürlich nice. Okay, ich habe jetzt alle Waves gerufen. Wir können ja mal schauen, ob wir einen Shop finden. Wir müssen echt was mit unserem Movement Speed machen. Das ist noch ein bisschen lame. Aber da muss man ja gescheite Schuhe finden. Vielleicht haben wir ja Glück in diesem Run und finden Schuhe. Unser Minion macht auch einen ganz guten Job bisher. Kann mich soweit nicht beschweren. Einen Shop sieht man nicht auf der Map. Oder? Ich versuche immer noch rauszufinden, ob man einen Shop auf der Map sieht. Ich glaube aber nein. Sehr gut, ein positiver Trank. Ja, sieht nicht so aus, würde man den Shop sehen. Gehen wir noch hier rüber. Kurz nach oben. Hier kann man auf jeden Fall rein. Jetzt haben wir keinen Kristallschlüssel. Oh, aber ein gutes Relikt tatsächlich. Jetzt haben wir so ein bisschen, falls Gegner zu nahe kommen, kriegen sie nochmal Schaden. Jojojo, Bogenschützen, freut euch. Ah, da ist noch einer. Immer noch. Oh, Alter. Noch ein Bogenschütze, der festhängt. Alles klar. Okay, Map 2. Boss, der jetzt hier auf uns zukommt. Wow, und da ist er geploppt. Jetzt kommt Map 3, das müsste nochmal so ein kleines Dungeon sein. Ist es auch. Auch hier wieder der Vorteil, wenn man fliegen kann einfach. Darum geht man auch einige Sachen hier. So, wieder ein bisschen größer. Die Map oder das Dungeon. Ja, Dungeon kann man sich nennen, es zählt ja eigentlich zu einer Map. Gibt ja immer 5 Maps und das Dungeon da hier am Anfang und das Dungeon hier. Zählen als Map. Deswegen sollte man es auch Map nennen und nicht Dungeon, um ehrlich zu sein. So, die Truhe können wir uns auf jeden Fall gönnen. Ah, reflektiert. Okay, das habe ich zu spät gesehen. Zu viel unnötigen Schaden gefressen gerade. Das ist der Nachteil mit dem Kotzstrahl. Weil in der Zeit, wo ich den Strahl mache, kann ich noch weiter normal angreifen. Wenn wir Gegner reflektieren haben und ich stehe gerade zu denen mit dem Strahl und greife dann noch weiter an, sehe ich die Reflektionskugeln nicht. Da muss ich ein bisschen aufpassen auf jeden Fall. Sollte ich mir vielleicht abgewöhnen, wenn ich den Strahl mache. Ja, wobei, es geht nicht, oder? Ah doch, der geht immer noch in die eine Richtung. Okay, ich muss nur einen Schuss machen. Oder zumindest in die Richtung gucken. So, letzten Gegner. Dann kommt auch hier wieder ein Boss. Jo, da ist er auch down. Ah, welches Kuchenstück bist du? Jawohl, auch wieder mehr Leben. Haben wir schon 29.000 Leben. Das ist ganz okay.
Oh, da ist ein Shop gerade gespawnt. Den werde ich mitnehmen. Ist der erste Shop jetzt dann in diesem Akt für uns. Vielleicht auch der letzte. Man weiß nicht, wie viel Glück man hat oder Pech auf der letzten Map. So, jetzt kommen von da links auch nochmal Gegner. Jetzt haben wir hier unten wieder einen. Nice. So, mal schauen, ob wir Glück haben in diesem Shop. Ah, okay. Ja, alle Stats ab, ich glaube plus, keine Ahnung, 5 oder so, also nicht allzu viel. Okay, kein Dungeon, keine Krypta. Hm. Schlüssel haben wir jetzt auch keine mehr. Das heißt, der nächste Shop wird wohl ein bisschen schwieriger sein. Wir haben Glück und finden noch einen Schlüssel davor. So, wir haben immer noch genug zu wenig Mana, um unsere Mana-Explosion zu benutzen. Das nervt mich eigentlich immer noch ein bisschen, weil das der stärkste Talent ist mit dem Demon Spawn. Aber vielleicht haben wir ja Glück und haben bessere Items schon gefunden, die uns auch ein bisschen Energie geben. Also mehr Mana automatisch. Das wäre nice, weil dann könnten wir es auf den nächsten Schwierigkeitsgrad mal verwenden. Wenn wir das hier schaffen sollten. So, da kommt der Map-Boss und dann sind wir auf der letzten Map schon. Okay, nice. Boss down. Sehr nice. Zwei Schlüssel. Mehr Attack Speed. Das ist natürlich nice. Nochmal mehr Leben. Letzte Map. Okay, kein Dungeon, keine Krypta. Hm. Haben wir Glück mit einem Shop? Eventuell. Yo, Hammer. Nice. So, jetzt müssen wir halt hier stehen bleiben. Ich bin gerade ziemlich dumm da durchgelaufen. So, unser Minion da unten macht auch gut Action, sehe ich gerade. Oh, fuck. Da stand ich wieder dumm. Jetzt stehe ich natürlich nicht besser. Oh, nice. Ein Schrein. Oh, komm her. Danke. Holy shit. Das war nicht so praktisch gerade, was ich gemacht habe. Das Gegner mal hierher locken. Ah, es wird nichts. Ich muss von unten kämpfen. Ist aber auch nicht schlimm. Dann machen wir das von hier. Oh, nice, du bist down. So, das Buch hier kann einfrieren, müssen wir aufpassen. Auch schön erledigt. Und den letzten Gegner schon. Das geht schnell. Ah, hier ist noch ein großer. Oh, der ist geploppt, Alter. Nice. Gibt's noch was Tolles? Ist das aktivierbar? Nein! So, unsere Normalangriffe haben die Chance, eben Ninja-Sterne abzufeuern. Die dann auch automatisch Richtung Gegner fliegen. Also ähnlich wie heimsuchende Raketen. Die fliegen auch durch Gegner, habe ich fast vergessen. Und fügen Gegnern, die hinten dran stehen, auch noch Schaden zu. Ja, hier wieder reflektiert. Ignorieren wir mal, weil wir haben gerade eine Quest. 20.000 EP, die wir abstauben können. Und auch werden. So, 3 von 6 Generatoren sind schon kaputt. Gehen wir mal hier unten lang. Da haben wir auch noch einen. Da auch noch. Nice. Fehlt noch ein Zahnrad. Da ist es.
Sehr nice. Und 20.000 EP gesichert. Alles gut, wir können auf Entfernung bleiben zu dem Reflexionstypen und können das alles ein bisschen ausweichen. So, dummer Giftregen hier. Alle Gegner down. Gehen wir erstmal schnell die Quest ab, dann machen wir den Boss und dann kommt der Akt-Boss. Und der wird eine kleine Herausforderung mit dem Demon Spawn. Da uns Movement Speed fehlt und das ist ein bisschen entscheidend. Ich glaube, ich gucke gleich mal, ob wir noch wie heißt's, bessere Schuhe haben. Nee, nur blaues Zeug, ey, verdammt. Das ist nicht gut. So, das Relikt lasse ich da mal, weil es voll unnötig ist, ein aktivierbares Item. Ah, okay, das wird anstrengend. Mit dem Movement Speed. Da muss ich gucken, dass ich's trickse. So, und zwar kommt nämlich der gute Mevius, den man im Übrigen auch besiegen muss, um den Demon Spawn freizuschalten. Schwierigkeitsgrad ist egal. Jetzt kommt es nämlich, er wirft nämlich 4 Ketten. Da fliegen sie schon und macht diese Spikes. Ja, ihr seht schon, das ist alles ein bisschen anstrengend. Man muss nämlich die Kugeln erst zerstören, dann ist er angreifbar. Ja, muss echt aufpassen, sonst die Spikes machen unglaublich viel Schaden. Ja, da muss ich mal das eine skippen auf jeden Fall. So, Nummer 1 ist down, sehr nice. So, man kann den Dingern auch aus... ne, kann man nicht, okay. Ich wollte gerade was Dummes sagen, ist okay. Nice, Nummer 2 ist down. Beilen, 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 beilen. Ach komm. Muss ich eine Zusatzrunde machen hier? Doch nicht. Oh, schnell runter. So, Mavius kann man mit dem Strahl gut angreifen. Er ruft noch andere Gegner, jetzt ist er down. Sollte man sich aber nicht zu früh freuen, denn jetzt kommt nämlich die... Oh Gott. Zweite Form von ihm und die ist nämlich hier oben. Wo sein Bild hängt, der geile Boy. Yo, er geht down. Er geht down. Und alle Gegner auch. Man muss hier halt aufpassen und zwar... Habt ihr gerade gesehen, der Boden verschwindet. Ich nehme das Zeug und gehe hier raus. Der Boden verschwindet nämlich. Bis zu einer gewissen Weite und dann kriegt man unglaublich viel Schaden von diesen Spikes hier unten. Und ich glaube, Fliegen zählt hier nicht. Also normal wurde ja gepatcht, dass wenn man Fliegen hat, kriegt man keinen Schaden von dem, von den Stacheln. Aber ich glaube hier schon. Das hatte ich einmal getestet und das war, wäre fast böse ausgegangen. Und man muss halt gucken, dass man ihn besiegt. Er macht halt seine, er ruft halt Gegner und macht seine Donnerkugeln. Da habt ihr gerade gesehen. Mehr kann er nicht. Also recht simpel eigentlich der Boss. Nur kann er halt extrem viel Schaden machen, wenn man nicht aufpasst. Und das war's. Das war jetzt Akt 7. Und Schwierigkeitsgrad normal. Ist beendet. Sehr nice. Haben wir auch mit dem Demon Spawn endlich den nächsten Schwierigkeitsgrad freigeschaltet. Jetzt sind wir aber, glaube ich, in der Stadt. Das wäre nice. Und dann gucken wir uns erstmal die ganzen Items an, die wir gerade bekommen haben. Da war schon das ein oder andere gute Zeug dabei. Hier zum Beispiel. Okay, hier glaube ich nehme... Ich weiß nicht, ob ich die Schuhe aus Prinzip nehmen soll. Die 20 Movement Speed. Reißen es schon raus. Alter, das ist ja so schlecht. Mehr All-Sets drauf, das war's. Ja, mir fehlen 3 Talente. 1% mehr Erfahrungspunkte. Na, nee. Das lohnt sich nicht. Schade, war nichts Gescheites dabei. So, alles verticken. Und das war's. Hier sehen wir es. Achso, halt, ne. Erst umswitchen. Bam. Akt 1 ist offen. Schwierigkeitsgrad Nightmare. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!